Frühlingsanfang. Das bedeutet für viele endlich angrillen. Doch Vorsicht, verbirgt sich hinter dieser Bratwurst etwa eine fiese Verbraucherfalle? Das glaubt jedenfalls Rainer Heimler vom Schutzverband Nürnberger Rostbratwürste. Denn diese Würste hier haben einen Makel. Das sind solche, die schauen aus wie Nürnberger, sind aber keine Nürnberger. Und man kann das nicht sehen durch das Anschauen von den Bratwürsten. Die Würste kommen aus Niederbayern. Auf der Verpackung der Mini-Rostbratwürstchen steht zwar nirgends das Wort Nürnberg, doch trotzdem hat Heimler dagegen geklagt. Das Wesentliche der Nürnberger ist ja die Kleinheit. Nicht die Größe, sondern die Kleinheit. Das wesentliche Identifikationsmerkmal für den Verbraucher, wenn er im Regal steht, links die echten, rechts die weniger echten Nürnberger, wo er dann entscheidet, ob er kauft oder nicht. Der Vorwurf: Die niederbayerische Wurst ist genauso klein wie das Nürnberger Original. Wir haben hier ein Lineal seinerzeit daneben gelegt, um auch zu zeigen, dass die Länge der Bratwürste derjenigen entspricht, die auch typisch für die Nürnberger ist, nämlich 7 bis 9 cm. Bedeutet kleine Wurst also immer gleich Nürnberg? Udo Siegmund aus Geiselhöring ist Hersteller der niederbayerischen Würste und sagt nein. Wir produzieren diese Würste seit über 10 Jahren, genau in dieser Art und Weise. Er beteuert, viele in Bayern fertigen solche kleinen Würste, auch aus einem praktischen Grund. Das sind natürlich Würstchen, die, ich sag mal, in der Semmel gegessen werden. Drum sind diese Würste auch etwa auf eine Größe der Semmel irgendwann mal bestimmt worden. Trotzdem droht jetzt nach der Klage des Schutzverbands Nürnberger Rostbratwürste Wurstverbot. Doch wie stehen die Verbraucher zum Wurststreit? Die sollen schließlich vor Fake-Würstchen geschützt werden. Wir fragen nach. Und zwar dort, wo sich die Menschen mit Rostbratwürsten auskennen sollten. Direkt vor Ort in Nürnberg. Es geht immer nach dem Geschmack eigentlich, ja. Aber für die Nürnberger ist es natürlich schwer, eine niederbayerische Wurst als Nürnberger Bratwurst zu akzeptieren, sagen wir so. Also solange es schmeckt, ist es mir eigentlich egal. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich da irgendwie eingeschränkt fühle oder hintergangen, nur weil ich das vorher nicht wusste. Scheint so, als sei einigen Verbrauchern die niederbayerische Herkunft ihrer Wurst tendenziell wurscht. Anders ist es im EU-Recht, auf das sich der Schutzverein bei seiner Klage beruft. Die Nürnberger Rostbratwurst ist nämlich seit einigen Jahren eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Wie zum Beispiel Champagner, der nur aus der Champagne kommen darf. Oder Parmaschinken, der kommt nur aus... Sie verstehen das Prinzip. Markenrechtsexperten beobachten aber, dass sich der Schutz von Herkunftsbezeichnungen immer weiter ausdehnt. Es geht auch so weit, dass zwar nur die Bezeichnung geschützt ist, aber dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, auch eine Form kann dann diese geografische Herkunftsangabe verletzen. Gilt das mit der Form auch für die Nürnberger Rostbratwurst? Es ist jedenfalls ein neuer Kriegsschauplatz, den der Schutzverband eröffnet. In den letzten Jahren hat er um sein Schutzgut Wurst eine Art juristische Wurstburg errichtet und schießt mit seinen Wurstkanonen auf alles, was seinen Schutzwürsten zu nahe kommt. Der Name Nürnberger Bratwurstglöckel für eine Münchner Wirtschaft gerichtlich untersagt. Das Wort Nürnberger auf den Bratwürsten eines Münchner Metzgers gerichtlich untersagt. Und diesmal? Der Ausgang ist offen. Der Markenrechtsexperte findet jedenfalls, dass die EU mit dem Herkunftsschutz übers Ziel hinausschießt. Wenn man verliebt ist, übertreibt man die Dinge manchmal. Dann tut man komische Sachen. Und die europäischen Institutionen, die EU, ist verliebt. Sie ist verliebt in geografische Herkunftsangaben. Übrigens, Udo Siegmund in Niederbayern produziert ca. 500.000 Würste pro Jahr. Howe, eines der Unternehmen des Schutzverbands, 4 Millionen am Tag. Also es ist nicht mal David gegen Goliath. Wir sind noch viel kleiner, als David damals war. Wird hier mit Wurstkanonen auf Spatzen geschossen? Im Mai wird's vor Gericht entschieden.